Und damit einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Freundinnen und Freunde. Herzlich willkommen, ein herzliches Moin zu einem kleinen Video. Und, was ist denn hier los? Habe ich die Cam nicht vernünftig ausgerichtet? Ja, und zwar, pass auf. Mir ist da etwas aufgefallen, was ich da in meinem Bart entdeckt habe. Und zwar, höchstwahrscheinlich habe ich so eine leichte Hautirritation unterm Bart gehabt und dadurch ja haben sich da so leichte Pusteln drunter gebildet und da muss ich erstmal abchecken lassen, was das ist und vielleicht was haben und ja, long story short, ich mach mal die Cam hoch. Ja. Ja. Was soll ich sagen? Ich sehe jetzt so aus. Blöd. Und der Hintergrund ist genauso komisch aufgebaut. Hier ist zum Beispiel mein Ordner für Steuern und Finanzen. Hier oben das Rote, was ihr gerade gesehen habt. Ich glaube, ich habe meine Mütze. Meine Mütze ist nicht hier. Sekunde. Ich muss jetzt halt auch immer so ein bisschen, warte mal, ich schiebe mir OBS mal hier hin, dann kann ich euch sozusagen immer in die Augen gucken und weiß so ungefähr auch, wie ich aussehe. Die Beleuchtung ist natürlich eher so semi, ist jetzt aber auch nur mal kurz so, das ist einfach jetzt mal so ein kurzes Quatschvideo. Und zwar wollte ich euch auch noch mal zeigen, ist von meiner Tante. Die hat sich mal vor x Jahren hat sie sich mal einen Zong geholt. Nee, pass auf. Ich habe vor, meinen Rechner neu aufzusetzen. Und zwar auch mit einem komplett neuen Setup. Habe ich mir gedacht, machen wir da wieder was ganz Neues, bauen wir wieder auf. Und ich würde sagen, ich zeige euch mal die neuen Sachen. Hätte ich das auch noch so machen können, dass ich dieses Fenster hier noch ein bisschen anders aufbaue. Egal. Ich hätte eigentlich die Chatbox hier neben dran, hätte ich irgendwie ausblenden können. Und egal. Aber pass auf. Ich zeige euch mal die ganzen Teile, die ich mir geholt habe. Angefangen mit der Grafikkarte. Eine AMD Radeon RX 657 XT mit 12 GB Arbeitsspeicher, PCIe 4.0 und 4K Gaming. Auch wenn ich nicht immer in 4K spiele, aber egal. Das reicht. Das ist geil. Ah, Torx-Fans. Okay. Dual-Fan-Design, MSI Afterburner ist mit dabei, MSI Center. Warum nicht? Ist ja noch original von MSI, also die OC-Edition. Das kommt da hin. Dann, was kommt da noch hin? RAM. Wunderschöne Kingston Fury. DDR4 RAM. Wie viel sind das? Ah ja, 16 GB, also 2x8. Meine Haare sehen richtig toll aus. Ich mach die mal so ein bisschen nach hinten. Oder? Warte mal. Ui. So. Ich habe leider meine Mütze nicht mit. Ich fühle mich auch so ein bisschen nackig, so ohne Bart und ohne Mütze. Und vielleicht sieht man das hier, genau. Ich weiß nicht, ob man das irgendwo sieht, aber hier ist zum Beispiel so eine leichte Rötung. Hier und ich habe das hier so an den Seiten, habe ich auch noch so eine leichte Rötung mit dabei. Deswegen, ich wollte das vom Hautarzt mal abklären lassen und dann mal eine Salbe dafür bekommen. So, die RAM-Riegel.
Immerhin auf die alte Lederschultasche, wahrscheinlich auch noch von meiner Tante. Das sind für sie wahrscheinlich richtig schöne Erinnerungen. Dann einen neuen CPU, ein Ryzen 7. Und zwar der 5700X. Da ist auch noch das gute Stück. Weil ich habe mir gedacht, ja komm, wenn schon neue Rechner, dann auch neue PC, Quatsch, neue CPU, neue Grafikkarte und den ganzen Bums. Das packen wir uns alles in das neue System und dann doch, kann ich Minecraft wahrscheinlich auch flüssig spielen. Endmal. So. Dann machen wir mal weiter. Oh. CPU-Kühler von Endorphi. Synergy Cooling. Ui. Spartan 5. Ich weiß nicht, ob da jemand... entweder hat da jemand drauf gekriegelt. Get yourself the cool. Step 1. Okay. Spartan 5. Ach, das ist, glaube ich, extra so, dass das so drauf gepinselt wurde. Okay. Kompakt Design. Mhm, sehr kompakt. Das Ding ist riesig. Habe ich noch nicht ausgepackt. Wird alles erst dann ausgepackt, wenn ich im neuen Hause bin und da dann den Rechner aufbauen kann. Oder Zeit dafür und Bock habe. Was darf bei einer guten CPU natürlich nicht fehlen? Wärmeleitpaste von Thermal Grizzly. Alles, was ich hier jetzt erzähle, ist keine Werbung. Ja, Hashtag keine Werbung. Aber ich habe einfach mal Bock. Weißt du was? Rechner aufbauen. Da habe ich richtig Bock. So, die Paste kommt dahin. Komm her. Und was darf natürlich auch nicht fehlen? Die vernünftige Stromversorgung. Vom Be Quiet Pure Power 11 600 Watt Netzteil. Quality checked, weil ich habe mir das Ding, sagen wir mal, im guten, aber gebrauchten Zustand gekauft. Hoffentlich ist das Ding in Ordnung und sauber und alles. Ich vertraue jetzt einfach mal darauf, dass Galaxus, ne, von den Jungs habe ich das nämlich, da vernünftig gearbeitet hat und auch gecheckt hat. Aber ich hoffe einfach mal, dass das läuft. Genug Pins sind da drauf, genug Anschlüsse und alles. So, auch mal hier hin. Sekunde. Und zu guter Letzt, das ist von Gearbyte, das B550 Gaming XV2 unterstützt Ryzen. Also ist ein AM4-Board von oder extra für AMD-Chips. Und wie man sieht, auch gebraucht. Also slightly used. Ich gehe einfach mal davon aus, dass sie das vernünftig getestet haben. MOSFET Heatsink. Pre-installed I.O. Armor. Okay. No lag, just frag. Alles klar. Das sieht von hier hinten jetzt eigentlich ganz gut aus. Anscheinend unterstützt das Ding auch Fusion 2.0 RGB. Keine Ahnung. Q-Flash Plus. Das heißt, ich könnte das BIOS da auch nochmal ziemlich gut flashen. Ja. Also ich gehe eigentlich fest davon aus, Solid Pin Connectors. Mhm. 6 Temperatur sind. Hybrid Fan Heaters. Okay. Smart Fan 5. Okay.
Aber wenn da schon smart draufsteht, ne? Liebe Leutchen, dann macht da wohl auch smart drin sein. Gut. Und ansonsten habe ich eigentlich nichts mehr in den Tüten oder in den Kartons. Und diesmal zeige ich die auch nicht. Mit den ganzen Adressen und was. Aber, wie man sieht, CPU, Grafikkarte, Mainboard und die tollen RAM-Riegel und die Wärmeleitpaste. So, die alten Sachen werden natürlich bei... vielleicht bei eBay verkauft, vielleicht verlose ich die auch mal in dem Stream, hätte ich auch Bock zu. Aber ich würde sagen, bis dahin, ich bedanke mich schon mal sehr recht herzlich für die ganze Aufmerksamkeit, die mir entgegengeschwappt kommt. Und würde sagen, wir sehen uns dann vielleicht in einem anderen Raum als den hier. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao, ciao. Okay. Tschüss.